einwerfen können. So. Ja, ein paar Nächte habe ich schon drin geschlafen, also kann man ganz gut aushalten. Hier vorne habe ich noch eine kleine Kiste, extra ein bisschen kleiner gemacht, damit man nicht so viel Sachen reinpackt. Nein. Ja. Obendrauf 130 Watt soll sie haben oder 120, glaube ich. Das Maximale, was ich bisher rausgeholt habe, waren 117. Aber es ist ja auch noch März. Gewicht habe ich versucht zu ermitteln mit Hilfe einer Körperhaushaltswaage und demnach müsste ich auf 26 Kilogramm Leergewicht kommen. Da ist dann das Solarpanel noch nicht dabei, das wiegt 1,7 Kilo oder sowas. Übrigens abnehmbar, damit man es in die Sonne stellen kann, während der Wagen im Schatten steht. Ja, mir war wichtig, einen Wagen zu bauen, der irgendwie optisch was bringt und leicht ist. Das waren so die beiden Prämissen, Optik und Leichtigkeit. Was ich noch beweisen muss, ist die Dauerhaftigkeit. Stokodur ist ja so ein bisschen Experimentalbau, finde ich. Höhe hier ungefähr bei mir, Brusthöhe, 1,80. Ich meine, ich habe sowas 1,35 oder so ausgemessen. Also Innenhöhe hier an der Kante 90 cm und hier in der Mitte dann 1 Meter. Ja, plus die Räder, die 20 Zoll Räder. Mir war wichtig halt, dass ich da hinten auch angelehnt sitzen kann, wenn es mal ein bisschen regnet. Ich finde es auch toll, dass ich nach hier vorne rutschen kann zum großen Fenster hin. Fenster habe ich auch alle selber gebaut. Das hier ist extrem dünn und leicht geworden, weil es auch so groß ist. Das hier ist ein bisschen stabiler und schwerer. Da habe ich auch ein stabileres Plexiglas gehabt. Dadurch wird es natürlich gleich schwerer. Wiegt so 700 Gramm oder so. Das war es mir wert. Und das Heckfenster wiegt interessanterweise auch nicht viel mehr. Aber das Plexiglas ist nur 2 mm. Ja, das erstmal so als erster Blick. Wagen, lass mal nochmal die Drohne fliegen. So. Ups. Ja, den Schrank muss ich natürlich auch noch zeigen. Ich würde natürlich gerne einen schönen Schrank da drin haben. Auch sehr praktisch, hat sich als sehr praktisch erwiesen. Da ist auch eine Wasserversorgung drin. Das werde ich das nächste Mal sicherlich noch mal ausführlicher zeigen. Ja, schöne Grüße erstmal von Peter.